Hey ho, meine Legionäre, und willkommen zu diesem Guide bezüglich des Season 5 Season Shops. Und ich werde euch jetzt versuchen, so kurz und knapp wie möglich zu erklären, was die Einheiten zu können im Season Shop und was sich lohnt freizuschalten. Und wir schauen einfach mal rein. Im ersten Teil des Season 5 Reviews habe ich ja schon einmal gesagt, dass sich einiges am Territorialkrieg und so geändert hat. Wichtige Änderungen sind natürlich jetzt wieder auf den Season Shop bezogen und dazu möchte ich euch jetzt mehr erklären. Und zwar Season Shop wie immer auf L5. Ihr seht, ich habe Season Rang 40. Ist jetzt nicht so krass. Also ich habe schon welche gesehen, die sind blau, irgendwas in die 20. Also es sind richtige Suchtis. Und ihr seht halt, der Hintergrund hier sieht relativ geil aus. Und das hier unten soll eigentlich auch dann die neue Season-Ebene oder Season-Gebiet hier zeigen. Wir haben einen Kampfpass. Auch wieder von 1 bis 200. Kampfpass kostet wie immer 10 Euro. Kann ich euch leider nicht zeigen, denn als Content Creator habe ich den geschenkt bekommen. Bleibt, wenn ich flexen musste, aber... ja, es lohnt sich allerdings, diese Season wieder den Season Pass zu holen. Ihr bekommt sehr viele von diesen Heldenmarken. Und die Belohnungen, die ihr bekommt... Oberhalb sowie unterhalb im Free-to-Play-Bereich sind richtig gut. Ihr bekommt ein Banner, das ist so, naja, relativ irrelevant. Die Söldner-Ausrüstungstruhen sind gut. Es gibt auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Ruhm und Ehre. Geschütze gibt es wieder zu erhalten. Neue Posen, sowas wie Hocken, das habt ihr vorhin, also das habt ihr in dem letzten Video gesehen, dass ich gehockt habe. Natürlich sind auch wieder hier so verzweifelt, wenn man dann am Boden liegt. Ein paar Kisten mit Ausrüstung. Ein paar Reset-Marken. Und ab 50 gibt es natürlich wieder einen Titel. Für die Leute, die halt so richtig aktiv waren. Und schon mal auch Free-to-Play Level 50 erreicht haben im Season Pass, gibt es einfach diesen Titel. Für die Leute mit Pass gibt es halt eine Ausrüstung. Für eure Pferde. Ist eine Reiterei-Ausrüstung, ist als Beispiel, ist jetzt hier die Bügel, die Feuer, sind die Kreuzritter, okay? Jetzt genug Blödsinn gelabert und sieht relativ geil aus, also das Pferd, keine Ahnung, wie das guckt, aber ja, ist ein Chamäleon. Wie guckt das Pferd? Das ist doch kein Glas, das ist doch Metall. Wahrscheinlich ist das so ein blindes Pferd, was einfach sagt, ich renne gegen die Wand. So kommt es mir manchmal vor mit den Kreuzrittern. Also die Ausrüstung sieht cool aus und vor allen Dingen der Pferdeskin ist richtig nice. Ansonsten, ihr bekommt halt haufenweise von den Heldenmarken. Im Bezahlbaum auf jeden Fall auch ein bisschen Silber. Haufenweise Vorlagen. Silberpuder ist auch diese Season, da werdet ihr zugeworfen damit, das ist der Wahnsinn. Heldenvorlagen, Doktrinvorlagen. Als kostenloses gibt es diesmal ein legendäres Katapult. Für die unter euch, die mit einem Katapult nicht wirklich wissen, was sie anfangen sollen, wenn es ungebunden ist, verkauft es einfach. Ihr braucht die Katapulte nicht im Territorialkrieg. Ist, wenn man es nicht verkaufen kann, eigentlich auch nur eine Platzverschwendung. Ist nicht notwendig. Ihr seht halt wieder hier, dann gibt es haufenweise Heldenmarken. Silberstaub noch dazu, ebenso hier oben. Und ab Level 70 gibt es wieder einen kostenlosen Skin aus dem Season Shop. Den zeige ich euch nachher nochmal speziell. Ist auch wieder für alle zu erhalten. Und für euch selbst als Reittier habt ihr dieses Pferd. Das ist auch blind. Ist halt leider so. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe, aber dieses arme Pferd ist blind. Sieht aber natürlich richtig geil aus. Und dann kommt bis, ich glaube, Level 85. Hier hat man noch so ein... So ein Emote, der ist richtig cool. Und auf Level 100 gibt es dann diese Ausrüstungsgarnitur. Sie müsste, glaube ich, blau bei männlich sein und lila bei weiblich. Weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht confirmen. Ich habe es halt bloß auf der weiblichen Seite, weil ich halt immer weiblichen Charakter spiele. Und ab Level 100 bekommt ihr diese sogenannten Kelche. Also 101 gibt Kelche, jede zwei Level gibt dann Kelche. Auf die Kelche gehen wir dann später ein.
Weil die kommen Season laden. Und dann ab Level 100 hier bis 200. Was geht's aber 20? Okay, es geht bis Level 300 diesmal. Respekt für die, die suchten wollen. Es gibt wie immer im Season-Laden oder im Season-Pass Quests, die ihr machen könnt. Und die Season geht wieder einmal 10 Wochen. Und ihr seht auch dann, hier sind zum Beispiel Flammenwerfer dabei, die alles zerbrutzeln. Und im Endeffekt ist wie letzte Season, ihr macht Aufgaben, setzt in Belagerungsschlachten Türme, Triebwerke ein, Kleinigkeiten, was halt alles XP gibt, und es gibt dann dafür halt wieder Truhen mit Doktrin. Können auch Legendäre dabei sein. Einfach die Aufgaben machen, bringt euch im Season-Rang voran, diesen Pass-Rang, und kommen wir einmal zur Kampagne. Erster Teil der Kampagne, nehmt am einen Kampf in Andalou teil, oder Anadolu teil. Werden wir nicht machen, weil, wenn man da jetzt drüber geht am ersten Wochenende, das ist einfach viel zu heftig. Dort drüben wird nur gemetzelt, sinnlos gemetzelt, und bringt irgendwie nichts, finde ich jetzt. Oh, halt, Moment, da. Das erste war einfach, nehmt an zwei Lehensschlachten teil, konnte man im Drillmodus machen, kann man auch heute, nee, heute im Drillmodus geht's nicht mehr. Und ab dem 4.11. kann man dann halt wieder, nehmt an zwei Lehensschlachten teil, gibt wieder 40.000 Kupfer. Dann gibt es natürlich hier Sturm der See. Und dann sollen wir an zwei Lehnsschlachten in der Region teilnehmen, in der sich euer Lager befindet. Das heißt, es geht dann halt hier um Liang Yun oder um Beria. Und wenn ich das richtig verstanden habe, können wir uns über das, also sozusagen wie es hier steht, auch als Herrscher über dieses Land krönen. Bedeutet, man kann die Hauptstädte einnehmen. Das sollte geil sein. Würde allerdings auch heißen, wenn man die Hauptstädte einnimmt, dass dann die Hauptstädte nicht mehr neutral sind. Ich hoffe, das ist dann nicht so. Weil das wäre mies. Und dann natürlich hier am Ende noch die Schlacht um den Thron. Das ist dann Conqueror City. Das müsste dann um Reginopolis sein. Steht auch dann hier Reginopolis und damit den Thron anzugreifen. Also das ist dann hier die neue Conqueror City für diese Season. Die Map dazu kennen wir alle, das ist die Map von Reginopolis. Vielleicht wird es nochmal überarbeitet, ein kleines bisschen, aber das soll die Map sein. Zu den Herausforderungen. Wir haben diese Season zwei Einheiten freizuschalten. Das sind einmal die Granatwerfer. Einmal so gezeigt, das sind glaube ich 12 oder 15 Mann. Und ihr seht, sie werfen Granaten. Einmal haben sie die Möglichkeit, eine Flammengranate zu werfen, einmal einfach eine Explosionsgranate. Ich habe die Einheit freigeschaltet und sie kann mit der normalen Granate Schildwelle ein klein wenig zurückschrecken lassen und sozusagen aufsprengen. Die Wertigkeit dieser Einheit aufgrund ihrer super geringen Reichweite von 30 bis ja, vielleicht 40, 50 Metern ist meh. Eine 3-Sterne-Einheit und ich finde sie komplett unnötig. Sie kann vielleicht gut sein, wenn man sie auf einer Mauer spielt, aber sie sind für mich komplett unnötig. Und aufgrund dessen, dass halt jetzt auch in dieser Season Flammenschaden sehr gesteigert worden ist, oder es halt jetzt sehr viele Einheiten gibt, die Flammenschaden verursachen, gibt es auch andere Resistenzen, die jetzt auf den Einheiten drauf sind, was so Flammenresistenz, Feuerresistenz und ähnliches betrifft. Die zweite Einheit, die man freischalten kann, sind natürlich die Siphonairios. Keine Ahnung. Das sind im Endeffekt mittelalterliche Flammenwerfer. Ihr seht, hier oben haben sie ihren Tank. Munitionssystem ist auch verfügbar. Es müssten 7 Mann sein pro Gruppe. Und sie machen halt wirklich den Flammenwerfer vor dem Herrn. Das Problem daran ist, es ist eine T5-Einheit mit 7 Mann. Wenn ihr dachtet, die Falconetti sind schon wenige Leute, das sind noch weniger. Dann gucken wir uns mal die Details an. 2000, sagen wir mal 3000 Leben. Geschwindigkeit ist meh. Rüstung ist meh. Sie haben keinerlei große Verteidigung. Und damit kann ich nur sagen, die sind einfach nur gefundenes Fressen. Man kann sie wahrscheinlich in der Stadtverteidigung so gut einsetzen, dass man sie zum Beispiel in einem
einer Mauer, zum Beispiel, man kommt ein Tor rein, setzt sie an die Seiten vom Tor und macht dann die Gegner richtig schön in die Flammen rein und das brutzelt die Gegner weg. Das macht garantiert Spaß, das macht garantiert sehr viel Schaden. Muss ich aber erstmal noch beweisen. Und ich weiß es noch nicht. Also für mich ist diese Einheit halt einfach noch nicht in dem Topf, wo es kocht. Sie kann gut sein, kann aber auch die absolute Enttäuschung sein. Also diese Einheit, ich habe sie gespielt und die sind eine absolute Enttäuschung für mich. Weil das, was ich damit umschmeißen kann an Schildbällen, da kann ich auch Muskete spielen, meine Schwarzpulvergranate reinwerfen und sagen, juhu, Bruch, ist der ganze Schildball offen. Oder ich renne mit dem Kurzschwert rein und mache meine Ulti und smash auf den Boden und dann sind die auch alle weggeflogen. Macht auch mehr Schaden als deren Granaten. Und sie haben allerdings auch den Nachteil, sie können bloß 3 bis 4 Mal schießen. Und es ist für eine Einheit super scheiße. Also, sie hat auch keinen Nahkampf. Also ist halt wirklich, wenn man das sich anguckt, hier Details, kein Nahkampf. Das heißt, diese Einheit ist komplett nutzlos. Sie sind 2400 Leben, wenig Schutz und 3-mal stumpfer Schaden für die Explosion. Vergesst es. Das ist einfach, die Einheit ist einfach Mist. Vielleicht kann man sie halbwegs gut einsetzen. Ich habe noch keinen Weg gefunden, sie einzusetzen. Dann, ihr kennt die Sarges mit Speer und diese Einheit bekommt jetzt eine Beförderung. Und zwar zu den Getreuen von Simaccio. Sieht halt im Endeffekt so aus, haben auch dann immer noch so viele Leute, sind stärker, definitiv. Darf man nicht unterschätzen, sie sind stärker und haben veränderte Fähigkeiten. Wenn wir uns die Details angucken, also man kann im Endeffekt, ihr bekommt hier einmal zum Testen, so, glaube ich, die Sergeants mit Speer. Und ihr könnt dann, ich glaube hier ist es, bekommt ihr Eid der Getreuen. Und diese Sergeants, also ihr macht im Endeffekt aus Sergeants, die ihr dann aufwerten könnt, auf diese neuen Getreuen. Wir gucken uns mal die Details an. Sie haben relativ viel Leben, mit 6700 knapp. Sie sind ein bisschen langsamer, mit, ich glaube, 5,7 oder mit 5,2 müssten sie langsamer sein als die anderen. Sie haben allerdings mehr Schaden. Tankiness ist auch nicht gerade schlecht. Ihr Speerwall ist, ja, massiven Schaden an Reitern. Und sie machen vor allen Dingen, das darf man nicht nur schätzen, dadurch, dass sie mehr Schaden machen. Und der Schildwall etwas stabiler ist, sind sie halt auch overall besser, was so Verteidigen angeht. Ihr Vorstoß, früher bei den... Ich weiß nicht, ob ihr jemals den Vorstoß genutzt habt bei den normalen Sergeants mit Speer oder Wache mit Speer. Also ich persönlich habe ihn nie genutzt. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, warum ich ihn nutzen soll, weil er einfach keinen Schaden macht. Dieser Vorstoß allerdings, ihr macht wieder diesen Schildkrötenwall, Schilde zur Seite, Schilde nach oben und Schilde nach vorn. Und wenn ihr nach vorne lauft, macht ihr auch Schaden. Und das darf man nicht irgendwie unterschätzen. Und wenn man sich die Sache hier anguckt, die Truppen sind zwar langsamer, also diese Ritter sind zwar langsamer, sind aber besser geschützt als ihre ritterlichen Kameraden. Ein oder zwei weniger Schaden durch Angriffe von vorne. Ist auch sehr geil. Leben dem Märtyrer. Einheit schreckt den Tod nicht. Schreckt den Tod nicht. Und erleidet daher geringeren Schaden, wenn sie sich dem Feind nähert. Keine Ahnung, komische Übersetzung. Nehmen wir es einfach mal hin, sie kriegen halt overall weniger Schaden. Haben natürlich immer noch das mehr Schaden, wenn sie in den Rücken angegriffen wären. Und hier steht Flammenwiderstand. Davon gibt es mehrere Möglichkeiten. Diese Einheit ist halt weniger anfällig gegenüber thermischen Waffen. Heißt Flammenwerfer. Und ihr seht auch dann hier im Endeffekt gibt es halt, kann beim Vorstoß 2 Leute auf einmal treffen. Ist nicht so schlecht. Hier muss ich dann halt gucken, was lohnt sich mehr. Ist es eine Push-Einheit, die wirklich mit dem Vorstoß die ganze Zeit arbeitet? Oder ist es eine Tank-Einheit? Ich glaube immer eher, sie sind schon so tanky genug. Und da kommt es halt wirklich dann drauf an, gesamte Verteidigung 10% erhöhen.
im Nahkampf noch besser werden, indem sie halt mit jedem Hieb zwei Soldaten treffen oder halt dann den Vorstoß verstärken. Der größte Drawback bei dieser Einheit ist wahrscheinlich, dass sie das Kommandantendecken nicht mehr haben. Weil die Sergeants haben ja das Kommandantendecken und diese Einheit hat es nicht. Das heißt, die müsst ihr halt immer mit mit X, V oder C befehligen, anstatt sie euch mit hinterherlaufen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, weil ich habe sie auch schon im Kampf mal als Gegner gehabt. Also ich glaube, selbst wenn man das, wenn man diese Einheit spielt, sind sie doch bei Weitem besser als die Sergeants. Und die nächste Einheit ist auch wieder eine Aufwertungseinheit. Ihr kennt ja meine Bewertung der Waffenknechte. Die Waffenknechte waren bis jetzt immer zu 100% Müll. Wenn man sich's aussuchen konnte, die Condottieri haben sie ziemlich hart getroffen. Die Palastwache hat sie ziemlich hart getroffen. Also eigentlich waren sie von den Schocktruppen so ziemlich mit die schlechteste, dafür, dass sie halt so viel kosten. Sie haben den Vorteil gehabt, dass sie sich heilen können und aus ihrer Schildformation angreifen können. Sie sind dafür halt auch nicht schlecht, aber im Vergleich zu anderen, selbst die Nachtwache hat diese Einheit früher kaputt gemacht. Dann wurde sie mal ein bisschen gebufft, ist aber immer noch nicht genug gewesen. Jetzt gibt es halt diese Aufstiegsmöglichkeit zu den Paladinen von Simaccio. Gucken wir mal in die Details rein. Also ihr kriegt am Anfang wieder mal zum Testen. Und dann hier hinten kriegt ihr die Paladine einmal komplett freigeschalten. Also ist dann der Eid zum Aufwerten. Und ist im Endeffekt zu handeln wie die Waffenknechte. Allerdings, und das ist das Witzige, sie haben 6000 Leben, sie sind sehr stark wieder im Angriff, also sie haben richtig krassen Rüstungsstichschaden. Wobei ich nicht verstehe, warum sie einen Rüstungsstichschaden haben, weil eigentlich benutzen sie Schwerter. Aber anscheinend sticht diese Einheit nur noch zu und macht nicht so, sondern macht mehr so kick, kick, kick. Ist aber egal. Angriff ist relativ hoch, vor allen Dingen die Durchdringung ist mit 1600 richtig gut. Kann man auch noch boosten und, was wichtig ist, schaut euch diese Verteidigungsstats an. Die sind Bombe, die sind Gold wert. Das ist sozusagen, vielleicht haben wir Glück, könnte aber auch so von den Stats her die Palastwache 2.0 werden. Und sie hat ihre üblichen Formationen. Schildformation ist schon mit dabei. Sie hat einen Schildsturm, also diesen normalen Charge, um die Gegner niederzuwalzen. Und hier kommt das Beste. Kampfgebet. Und das ist das, warum ich diese Einheit, ich habe niemals Waffenknechte spielen wollen, aber das ist der Grund, warum ich mir Waffenknechte gebaut habe. Dies ist ein AOE-Heal, wie er im Buche steht. Und dies in Kombination mit meiner Lieblingswaffe, dem Langschwert, ist im Endeffekt, ihr stellt euch hin, macht die Heilung, diese Einheiten stellen sich hin, machen auch einfach ihre Heilung und ihr heilt rings um euch herum super viel. Das ist eine doppelt, also eine, dieser Heileffekt, den kann man stacken. Das heißt, wenn ihr da zwei Gruppen ineinander habt, die sich gegenseitig heilen, das ist übel. Das ist richtig übel stark. Im Endeffekt, sie sind halt wieder etwas langsamer, auch besser geschützt als ihre ritterlichen Kameraden. Paladiner haben hunderte Kämpfe überlebt und nehmen nur wenige Soldaten können sie im Kampf schlagen. Ist okay. Ausgeglichen. Ja, hier steht halt, dass sie sich selbst und Gegner, hier Verbündete in der Nähe geringfügig heilen können. Flammenwiderstand. Rüstung hat ist weniger anfällig gegenüber thermischen Waffen. Schwachpunkt, wie immer, sie sind anfällig, wenn man in den Rücken gestochen wird. Ich meine, ich bin auf allen Seiten wie ein Panzer, habe vorne ein Schild, aber auf dem Rücken natürlich, wie soll ich mich da schützen? Ich kann ja schlecht so hier mit Zahnstocher hinten rumstochern. Veteranenboni sind natürlich dann, wenn man sich hier unten anguckt, Tankiness. Und dann hier hinten halt gesamte Verteidigung um 10% erhöht. Bei den Rüstungsschaden, mehr Schutz vor stumpfen Schaden, weniger Schaden aus dem Hinterhalt, weniger Schaden durch Fernkämpfer. Klingt schon mal gut für mich. Es ist aber natürlich auch so, man darf den oberen Baum auch nicht vernachlässigen. Paradewertung, Schildsturmabklingzeit, mehr Rüstungsschaden, mehr Abklingzeit für Kampfgebet. Und das ist wahrscheinlich das, warum ich dann auf den oberen Baum gehen werde. Mehr Gesundheit ist auch Tankiness. Wieder Angriff. Abklingzeit für Angriffe um 3 Sekunden reduziert. War natürlich auch geil.
kritischer Wert erhöht und hier oben habt ihr verringert die Abklingzeit für Kampfgebet um weitere 6 Sekunden. Jetzt müsste ich mal schätzen, sagen wir mal 6 Sekunden, dann haben wir hier vorne insgesamt 10 Sekunden. Es steht halt leider Gottes keine Cooldown da, aber gehen wir mal davon aus, es sind 30 oder 40 Sekunden. Geht 15 Sekunden lang. Gehen wir davon aus, es sind 40 Sekunden Abklingzeit. Dann habt ihr alle 30 Sekunden, wenn ihr den oberen Baum skillt, eine Heilung, die AOE ist. 15 Sekunden lang, 250 Gesundheit, inklusive eines wahrscheinlich halbierten Wertes an Einheiten ringsherum. Das ist relativ enorm viel. Wenn ihr wirklich mit dem Langschwert daneben steht und mit heilt, das ist die Einheit, die wirklich dann die Paladine auf dem Schlachtfeld sind. Also das ist halt wirklich eine Paladin-Einheit, so wie sie im Buche steht. Demzufolge hier, sie müssen sich im Kampf natürlich noch beweisen, aber für mich eine Go-To-Einheit, weil ich mir sage, die will ich austesten, die klingen richtig geil, auf die setze ich Hoffnung. Das ist das erste Mal, dass ich Hoffnung auf eine Klasse, also eine Unit setze, die Waffenknechte heißt. Und um das Ganze nicht so lang hinauszuzögern, kommen wir mal zum Season-Laden. Ihr habt hier natürlich die ganzen Waffen und zum Beispiel das Langschwert und Schild sieht richtig nice aus. Speer, Axt, Nodachi, muss jedem gefallen. Kurzbogen müsste das, nee, das ist der Langbogen, das ist der Kurzbogen. Doppelklinge sieht richtig geil aus. Der Hammer sieht irgendwie aus wie eine Streitaxt, hat aber definitiv was. Hier sind die sogenannten Kelche. Kann man sich auch dann für Season-Marken hier freischalten. Die ignorieren wir aber erst einmal. Dann könnt ihr natürlich euch hier wieder die Einheit freischalten, den Einheiten-Skin hier, nochmal den Reiterei-Skin. Ihr habt wie immer eure ganz normalen Sachen wie Ausrüstungen, Waffen, die ihr euch freischalten könnt, also Waffenvorlagen, Ausrüstungsvorlagen, Einheitendoktrin, Einheitendokumente, Silberpuder, Goldpuder, die Rücksetzmarken und natürlich die XP-Marken und auf der zweiten Seite Biografien, diese komischen Lotuswasser, Kupfermünzen und XP-Marken. Ich persönlich würde wie immer sagen, wer das in irgendeiner Form eine Reihenfolge braucht, Silberpuder zuerst, danach Goldpuder, wenn man es schon bereit braucht. Wenn man das Goldpuder nicht braucht, definitiv die Vorlagen. Dadurch, dass ich jetzt Vorlagen schon habe, sind es nicht meine ersten Wahlen gewesen hierzu. Und nach den Vorlagen kann man in Richtung Einheiten-XP-Karten gehen. Dann sollte man gucken, dass man den Goldstaub bekommt. Die Reset-Marken, wenn ihr sie braucht, kauft sie euch, wenn nicht, ignoriert sie einfach. Oh. Entschuldigung. Soldatendokumente und Abhandlungen kann man sich auch kaufen, wenn man nicht weiß, wohin mit dem Geld. Sind halt Doktrinen, sollte man nicht unterschätzen. Abhandlungen, Biografien, wenn man natürlich einfach seine Stats resetten möchte. Das Lotuswasser ist gut, wenn ihr wirklich eine Doktrin drin habt, die ihr entfernen wollt und halt auch behalten wollt. XP-Marken sind nur 5000 XP, die man bekommt. Ihr bekommt in dieser Season durch die F4-Sachen haufenweise von diesen Dingern. Also von daher, nee, braucht ihr nicht. Und wenn ihr dann wirklich am Ende alles habt, was ihr braucht, investiert den Rest entweder in Kupfermünzen oder in diese Kelche. Was kann man sich von den Kelchen kaufen? Ihr seht hier oben, ist ein zweiter Reiter für den Laden. Da kann man aus Season 1 die Sachen kaufen. Und zwar komplett alles des fahrenden Ritters. Das ist Heldenbekleidung. Das ist eine Bekleidung. So. Hier oben habt ihr was für ein Pferd. Waffenskins sind halt auch hier mit. Und ihr habt ja zum Beispiel den Helm, den ich auf meinem anderen Charakter die ganze Zeit benutzt habe. Hier diesen kleinen Eimerhelm. Das Schild sieht auch relativ nice aus als Langschwert. Ist halt wirklich, glaube ich, alles Season 1. Ja, müsste Season... Ja, genau. Robe des Sticks. Das ist Season 1. Und kann ich nur empfehlen. Sieht alles geil aus. Und ihr habt ja auch bestimmte Waffen, die halt wirklich auch richtig gut aussehen. Also hier das alte Samurai-Schwert. Sieht richtig geil aus. Das Langschwert sieht richtig geil aus.
Und ihr habt dann hier hinten natürlich noch eine Einheitenmontur als Reittier. Darf man nicht unterschätzen. Ist allerdings so, braucht man es nicht. Ich würde sagen, man braucht es nicht. Was natürlich gut aussieht, ist die komplette Reitereigarnitur hier. Und sollte man auch nicht unterschätzen, sieht halt auch ganz geil aus. Aber ansonsten, wenn ihr auf etwas steht, was so wirklich rittermäßig ist, dann holt euch zum Beispiel hier diesen Helm mit Rüstung komplett. Oder halt die Robe des Sticks. Da braucht ihr im Endeffekt, braucht ihr davon nur die Rüstung und den Helm. Handschuhe und Schuhe sind halt immer so nebensächlich, ne? Habe ich übrigens in Season 1 auch, glaube ich, nicht erhalten oder erreicht, diesen Rang hier. Der Einheitenrang natürlich für die Rüstung des Falkenordens ist okay, muss man aber nicht haben. Und von daher wäre es das zur Season 5 gewesen. Natürlich werde ich euch die Einheiten einmal vorstellen. Zur Season 4 habe ich leider Einheiten nicht vorstellen können, weil ich sie nicht freigeschalten hatte, denn ich habe ja in Season 4 auf EU3 gewechselt. Sobald ich alle Einheiten dort freigeschalten habe, kann ich euch auch dann Gameplay dazu zeigen. Und auch dementsprechend euch sagen, yo, benutzt mal die Einheit, probiert sie mal aus. Die sind gut oder die sind halt nicht so gut. Aber zur Season 5 kann ich nur sagen, da bin ich drauf gespannt. Die sind in meinen Augen Müll und die hier müssen sich erst noch beweisen. Also gegen Rattan sind die natürlich hier komplett OP. Und auch wahrscheinlich gegen viele leicht gepanzerte Ziele. Aber alles, was so Feuerresistenz hat, ist nicht so gut. Und ich hatte ja gesagt, ich habe die ja auch schon ein bisschen gespielt. Wenn wir uns die Stats angucken, die sind halt nicht gut. Schaut euch das mal an. Das ist halt wirklich. Im unteren Pfad erhaltet ihr noch ein bisschen stumpfen Schaden für Höllenfeuer. Was diese Feuergranate ist. Das sind im Endeffekt 600. Damit kommen wir auf 900 Schaden. Das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Und mehr Reichweite. Also ich sag mal. 40% mehr Munition und wir haben im Endeffekt eine Reichweite von 45 Metern. 45 Meter eine schwere Granate zu werfen ist natürlich viel, aber es wird nicht reichen. Es wird einfach nicht reichen. Welches Level könnt ihr erreichen? Maximal 16. Level 8. Bei 14, das heißt, wir hätten mal bei 15, wäre hier oben noch ein Punkt bei 16 drin. Also wir kommen nicht mal bis hierhin. Das ist leider dann das, wo ich sage, vielleicht lässt man auch dann hinten einen Punkt weg und nimmt dann dafür noch ein bisschen was anderes mit. Also die zwei Punkte hier weglassen und kommt dann bis zu diesem Höllenfeuer hier oben. Aber so richtig krass finde ich sie halt noch nicht. Und deshalb ist auch meine Aussage zu denen, die sind halt meh. Und was ich noch zeigen wollte, es gibt hier mehr Flammenwiderstandsarten. Sie sind halt, erleiden weniger Schaden von Waffen wie Höllenfeuer und Skorpione. Das darf man nicht unterschätzen. Und hier unten stehen natürlich hier, diese Einheit hat weniger, ist weniger anfällig gegenüber thermischen Waffen. Das heißt, da gibt es noch mal eine Untergliederung zwischen diesem Feuerwiderstand und diesem Flammenwiderstand. Das eine ist halt nur ein bisschen weniger Anfälligkeit und weniger Schaden. Und das andere ist halt, sie bekommen verringerten Schaden auch noch zusätzlich von diesen Feuerwerfern, also Flammenwerfern und den Skorpionen. Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Ich lasse mich jetzt ein bisschen zusammenschlagen. Und vergesst nicht zu abonnieren, auf die Glocke zu drücken, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und ihr könnt auch jederzeit im Stream auf Twitch einfach auf Folgen drücken. Das kostet euch ja auch nichts. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Und wir sehen uns dann spätestens zum nächsten Guide oder zum nächsten Stream wieder. Also dann, Leute, ciao, ciao.